Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story, dem großen Chaos. Ja, wir sind immer noch dabei, hier zu flicken. Die Katastrophe, die hier entstanden ist. Aber wir machen zum Glück Fortschritte. Da kommen sie ja schon wieder, die Jungs, um das Loch zu stopfen. Wenn wir mal hier drüben gucken können. Ja, hier sind sie auch gut dabei. Wo läufst du hin? Läufst du jetzt hinten rum? Okay, Hydra, sammel mal den einzelnen Stein hier ein. Ich sagte, sammel den einzelnen Stein hier ein. Fängt hier schon mal gut an. Nicht flatten. Quarry, Quarry. So. So, ihr füllt hier schön auf. Ja. So, hier sind noch ein paar einzelne Löcher in der Schicht, die gestopft werden müssen, aber da kommen ja die Jungs schon. Ah, noch drei Löcher, wenn ich richtig sehe. Ja, dann oben und dann haben wir das wenigstens geschafft, wieder alles zuzumachen. Ah, das war ein Chaos in der letzten Aufnahme. Okay, jetzt wird hier oben schon mal zugemacht. Ein Löchle haben wir noch, wenn ich richtig sehe. Ja. Jetzt keins mehr. Das heißt, theoretisch könnte ich, wenn das nicht rumspringt. Ah. Dachte ich, ich könnte das gerade zu hoch ziehen. Kann ich aber leider scheinbar nicht. Schade. Oh, da ist ein Block übersehen worden, sehe ich gerade. So.
Genau, mach dazu. Gut. Da hatten wir einen übersehen. Mal kurz gucken, haben wir in der Richtung auch einen übersehen? Nein. Ah, jetzt können wir wieder. So. Jetzt füllen Sie hoffentlich erstmal das Loch auf. Okay, ganz knapp, aber so können wir es machen. Und ja, das kann weg. Können wir gleich einen neuen setzen. Jetzt noch die Höhe anpassen. Richtige Höhe. Es wird nichts abgebaut. Keine Prio. So. Wie sieht's hier drüben aus? So viele wollte ich eigentlich gar nicht auswählen. Keine Ahnung, wie ich das jetzt geschafft habe. Ja. Oh, die fangen jetzt hier drüben an. Ich hoffe aber, die füllen auch hier unten noch auf. Da.
So, sammeln mal die Steinchen hier ein. So, da kannst du weitermachen. Ah. Also kommt, Leute. Was zur Hölle? Gut. Ich zwinge die mal ein bisschen dazu, hier die Löcher zu füllen. Na, ein bisschen klappt's wenigstens. Weil sonst füllen sie so tollpatschig, wie ich sie halte, manchmal um die Löcher herum auf und kommen nicht mehr runter, um die Löcher zu füllen. Wobei, wenn sie sowas machen, dann ist es auch okay. Hauptsache, sie kriegen da unten das noch gefüllt. Wieder mal leck. Okay. Jetzt bin ich ja fast zufrieden. Ich lasse sie einfach mal arbeiten. Er füllt sie. Geht er darum und füllt dieses Loch. Das könnte fast schon eine sehr interessante Toilette sein. Also hier der Spülkasten und die Rohrleitung und hier der Sitz. Ja, Figurenraten. Und weil sie haben es tatsächlich geschafft, den unteren Bereich zu füllen.
Ja, hier sieht es langsam etwas seltsam aus. So, mach mal das Stück Treppe weg. So, jetzt kannst du weiterfüllen helfen. Gerade Schnitt bis an die Kante. Yay. Und unsere Steinvorräte wachsen langsam wieder. Was auch gut ist. Und da fliegt wieder ein Stein und Shishka hat ihn eingefangen. Sehr schön. Wobei, ganz ehrlich, ihr macht mal das hier weg. Wir haben jetzt gerade genug Steine. Ihr bringt eure Steine noch weg. Und dann geht ihr hier erstmal wegmachen. Ja, sie benutzen den Tunnel, das ist gut. Oh, ich habe vergessen, darauf zu achten, wo ich die Treppe hinsetze. Okay, egal.